Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video mit dem Thema Achtsamkeit im Alltag. Für alle, für die das vielleicht was Neues ist, was bedeutet Achtsamkeit eigentlich? Achtsamkeit bedeutet, jeden Moment bewusst wahrzunehmen. Also nicht zu bewerten und einfach Augenblick für Augenblick zu leben. Und wenn ihr Achtsamkeit wirklich effektiv in euren Alltag integrieren könnt, dann seid ihr ruhiger, dann seid ihr entspannter, dann seid ihr einfach weniger gestresst. Ihr habt mehr Energie, ihr habt mehr Lebensfreude, ihr liebt euch selbst viel, viel mehr und ihr könnt euch selbst viel, viel besser annehmen. Achtsamkeit verändert den Blickwinkel und eröffnet ganz, ganz neue Möglichkeiten für euch. Durch die Achtsamkeit entdeckt ihr die kleinen, tollen, positiven Momente jedes Tages. Und das ist ja das eigentliche Wunder des am Leben sein. Und welches Buch ich euch da empfehlen kann, ist dieses hier, so ein ganz, ganz kleines Büchlein. Und zwar ist das das kleine Buch vom achtsamen Leben von Dr. Patricia Kollath aus dem Heine Verlag. Das kostet auch nur 7,99 €. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Und da bekommt ihr wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ihr Achtsamkeit in euren Alltag bringen könnt. Da könnt ihr wirklich rumprobieren, ausprobieren, was für euch passt, denn logischerweise passt nicht für jeden alles. Guckt einfach, womit ihr euch wohlfühlt, was etwas ist, was ihr wirklich mehrmals die Woche, wenn nicht sogar täglich anwenden könnt. Das dauert auch nicht lang. Das sind wirklich so 10 Minuten am Tag, die ihr da einfach mal investiert. Aber das ist was, das muss man wollen. Ich kann euch aber nur empfehlen, euch wirklich mal mit Achtsamkeit auseinanderzusetzen, weil das so viel verändert. Und da kann ich euch sehr dieses Büchlein ans Herz legen. Das Buch zeigt euch, wie ihr Achtsamkeit leben könnt und das mithilfe von Bewegung, ohne Bewegung, so wie das einfach für euch passt. Und wenn ihr mehr Achtsamkeit in euer Leben bringt, dann werdet ihr auch entdecken, dass ihr mehr Dankbarkeit in euer Leben bringt. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Dass wir dankbar sind für die ganz, ganz kleinen Dinge. Ne? Dankbar für unsere Kinder, für das Haus über dem Kopf, was wir haben, für den Kühlschrank voller Lebensmittel, dafür, dass wir gesund sind, dass unsere Kinder gesund sind. Das machen wir uns viel zu wenig im Alltag bewusst. Dabei ist das so, so wichtig für unser Wohlbefinden, für unsere positive Ausstrahlung, dass wir uns immer öfter bewusst machen, wie dankbar wir eigentlich für so, so viele Dinge sein können. Und Achtsamkeit ist wirklich in jeder Lebenslage möglich, in jeder Situation. Das fängt frühmorgens beim Zähneputzen an. Ihr könnt euch wirklich mal ganz achtsam die Zähne putzen, essen. Seid mal achtsam beim Essen, das ist so toll. Ich weiß, für Mamas ist das immer unglaublich schwer, ich kenne das selber. Ich schneide hier rechts was klein, da schiebe ich einen Löffel in den Mund, da muss ich was zu trinken nachgießen, da muss ich den Becher reichen. Dann trinke ich selber mal schnell was und löffel mir selbst was rein, bevor es dann rechts und links wieder weitergeht. Ich kenne das selber. Aber manchmal, wenn ich merke, ich brauche das jetzt einfach, gehe ich alleine essen oder ich esse, wenn die Kinder schon im Bett sind. Einfach, um mal in Ruhe und achtsam essen zu können. Mal wirklich zu schmecken und mal wirklich auch beim Essen die Farbe des Essens, die Konsistenz, ja, sich dann auch mal Gedanken darüber zu machen, wie waren denn die Prozesse, bis dieses Essen, was ich jetzt hier vor mir habe, entstanden ist. Also wirklich mal bei dem Essen zu sein, ganz achtsam zu sein. Achtsames Spazierengehen ist auch so toll. Halt nicht spazieren gehen und schon wieder den Tagesablauf durchgehen oder die Einkaufsliste oder was ihr kocht im Laufe der Woche, sondern einfach mal den Wind wahrnehmen, das Vogelgezwitscher, den Sonnenschein, wie die Wolken ziehen, wie eure Füße auf dem Boden aufsetzen, auf den unterschiedlichen Untergründen, wie die sich anfühlen, wie sich der Wind auf eurer Haut anfühlt, wie der Wind durch eure Haare bläst. Macht das mal, das sind so Kleinigkeiten, aber das entspannt so, so krass. Um vielleicht mal auch so nochmal so einen Einblick in das Buch zu geben, möchte ich euch gerne mal eine Übung aus dem Buch zeigen, die ich am schönsten finde. Und zwar ist das das große I, Mitgefühl für sich selbst. Mitgefühl sich selbst gegenüber ist, wenn man so will, das Yin zum Yang der Achtsamkeit. Sollten wir einmal nicht achtsam sein können, müssen wir Mitgefühl für uns aufbringen und Achtsamkeit brauchen wir, um unsere Selbstkritik und die Vorwürfe, die wir uns machen, beobachten zu können. Auf ein DIN A4-Blatt schreiben Sie ein großes I. Es symbolisiert Sie in Ihrer Gesamtheit, mit allem, was Sie je getan haben, alle Aspekte von Ihnen, Ihre speziellen Talente und so weiter.
Und von nun an schreiben Sie, wann immer Ihnen etwas einfällt, eine Woche lang neben das große I in zwei anderen Farben kleinere Is. Eine Farbe ist den Dingen vorbehalten, die Sie an sich mögen. Eine andere verwenden Sie, um alles aufzuschreiben, von dem Sie das Gefühl haben, Sie könnten es verbessern oder Sie müssten es erst noch akzeptieren. Ich zum Beispiel könnte in grün schreiben, isst gern unter Leuten, kann gut kochen, hat hübsche Augen. Rot notieren würde ich dagegen, mehr Geduld aufbringen und ordentlicher werden. Tatsächlich vor Augen zu haben, dass jeder von uns die Summe verschiedenster Verhaltensweisen und Eigenschaften ist, tut richtig gut, kann ich nur bestätigen. Denn niemand ist ein kompletter Versager. Rundum perfekt, aber auch keiner. Das habe ich auch schon oft gesagt. Zu erkennen und zu akzeptieren, dass wir alle nur Menschen sind, ist Voraussetzung zur Veränderung. Das, finde ich, ist die allerschönste Übung in diesem Buch und die sollte jeder von euch, unabhängig, ob er sich das Buch kauft oder nicht, wirklich mal machen. Zu meiner eigenen Erfahrung zum Thema Achtsamkeit kann ich sagen, es erfordert Übung und Disziplin. Also das muss man immer wieder machen. Man muss sich auch immer mal wieder bewusst werden, ah shit, du hast die letzten Tage überhaupt nicht achtsam gelebt, aber jetzt, dann in diesem Moment, wo es mir einfällt, das, was ich gerade mache, mache ich dann besonders achtsam. Meditation, habe ich schon so oft gesagt, finde ich absolut genial, war für mich lebensverändernd und das ist auch was, um sich in der Achtsamkeit zu üben. Was ich zum Beispiel mega cool finde, ist der Bodyscan. Durch euren Atem entspannt ihr euch erstmal ein bisschen. Das könnt ihr zum Beispiel auch durch geführte Meditation machen. Da kann ich euch gerne mal was noch in der Infobox verlinken. Und dann scannt ihr so von oben nach unten einfach mal euren Körper durch. Und dadurch, dass ihr euch ja konzentrieren müsst auf den Ort in eurem Körper, wo ihr gerade seid, können eure Gedanken nicht ganz so schnell irgendwo hinflutschen, weil ihr bei der Sache seid. Und das ist gerade für Einsteiger beim Thema Meditation, finde ich, sehr, sehr hilfreich, wenn man sich so an was langhangeln kann. Ist super entspannt. Achtsamkeit bedeutet für mich auch akzeptieren, was ist. Also auch mal akzeptieren, okay, heute geht's mir einfach scheiße. Heute ist einfach ein doofer Tag, dann ist es halt so. Morgen ist wieder besser. Oder auch akzeptieren, dass draußen graue Wolken am Himmel sind. Ist okay, manchmal ist so ein Tag auch mal ganz cool. So auf der Couch chillen und mit den Kindern drinnen spielen und halt mal nicht draußen. Einfach akzeptieren, was ist. Man muss sich wirklich bewusst dafür entscheiden, dass man Achtsamkeit in sein Leben bringen will und das halt auch immer wieder bewusst machen und sich bewusst daran erinnern. Schreibt euch auch kleine Zettelchen, so Post-its und die klebt ihr überall hin, ne? An den Spiegel, an den Kühlschrank und da schreibt ihr einfach nur ein großes A, wenn ihr möchtet. Und das steht für Achtsamkeit. Wenn ihr in den Kühlschrank, dann denkt ihr, ah, achtsam, okay, habe ich in letzter Zeit nicht gemacht, muss ich jetzt mal wieder ein bisschen was Kleines, Achtsamkeitsmäßiges machen. Was ich auch schön finde, sind 2 Minuten Dankbarkeit am Tag. Könnt ihr, ja, zum Beispiel beim Zähneputzen. Ja, putzt euch die Zähne und während dieser Zeit zählt ihr alles auf, wofür ihr dankbar sein könnt. Macht das früh nach dem Aufstehen, macht das, bevor ihr schlafen geht. Keine Ahnung, wie das einfach in euren Alltag passt und lasst es zu einer Routine werden, wie das Zähneputzen. 2 Minuten am Tag aufzuzählen, wofür ihr dankbar seid. Das ist echt nicht schwer und es hat so einen riesengroßen Effekt. Das glaubt man immer nicht. Ich habe das früher auch nicht geglaubt, aber macht das mal eine Weile, wirklich. Und was für mich auch unglaublich wichtig war, war die Achtsamkeit beim Essen. Weil ich war schon immer so ein Mensch, der nur in sich hineingestopft hat. Ich kannte schon gar nicht mehr das Gefühl von Hunger oder satt sein. Und dieses achtsame Essen hat mir dabei wirklich, wirklich geholfen. Und ich esse automatisch weniger, weil ich einfach jetzt wieder ein Gefühl dafür bekomme, okay, wann habe ich denn Hunger und wann bin ich denn satt? Wann brauche ich wirklich was zu essen und warum esse ich jetzt nur, weil Zeit wäre zu essen? Das hat mir unglaublich weitergeholfen. Ihr könnt achtsam sein mit euren Kindern. Ja, wenn die spielen, einfach auch mal achtsam sein, wie die lächeln, was die Tolles bauen. Einfach da auch mal im Moment sein und nicht irgendwo anders am Handy, sondern achtsam eure Kinder anzusehen. Achtsam mit dem Partner. Ja, schaut euch mal wieder euren Partner an, wie attraktiv der eigentlich ist. Ja, zählt mal seine grauen Haare. Das hat auch was mit Achtsamkeit zu tun. Aber seid auch achtsam, wenn ihr allein seid. Gerade dann, ne? So ein Spaziergang allein, was ich vorhin erwähnt habe, ist so genial. Achtsamkeit bedeutet für mich, das Schöne im Leben wirklich ganz bewusst wahrzunehmen. Und zum Abschluss möchte ich euch gerne noch was aus dem Buch vorlesen. Eine tägliche Meditation. Lasst uns einen Moment innehalten und nicht einmal den kleinen Finger rühren, sodass sich eine große Stille über uns legt.
dann gäbe es nichts, wo wir hin müssten und nichts, wo wir herkämen, denn wir wären in diesem außergewöhnlichen Moment angekommen. Stille und Schweigen würden herrschen, die Gesamtheit unserer Sinne durchdringen und alles würde zur Ruhe finden. Alles wäre dann aufs Engste miteinander verbunden, kein Wir gegen die anderen gäbe es mehr, kein Entweder-Oder. In diesem Moment würden wir uns nicht rühren, denn dies würde die spürbare Präsenz zerstören. Es gäbe nichts zu sagen und nichts zu tun, denn das Leben würde uns in dieser wundersamen Begegnung vereinen und uns als liebevoller Freund in die Arme schließen. Christopher Titmus. Ich hoffe, mein Video zum Thema Achtsamkeit im Alltag hat euch gefallen. Ich bin sehr gespannt, wenn ihr mir jetzt in den Kommentaren schreibt, was ihr in eurem Alltag an Achtsamkeit umsetzen könnt, was ihr versuchen möchtet. Schaut auch unbedingt in die Infobox. Da versuche ich euch nochmal ein paar hilfreiche Sachen zu verlinken. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.